Hallöchen, liebe Leute, und willkommen zurück bei The Search. Ich habe Wolfram Legion MK4 besorgt. Das hatte dann nicht lange gedauert, bloß einen kleinen Moment nach der letzten Folge. Und zwar, ich glaube, 3 Runs habe ich gebraucht und hatte dann genügend dabei, um die Waffe hier auf MK4 abzugraden. Und ja, da ist er. Ach, Moment. Moment. Genau, das hatte ich noch nicht gemacht. Das wollte ich mit euch zusammen machen. Ich wollte schon sagen, nanu? Jetzt ist es ja nicht mehr so. Halt. Da, das ist unsere Waffe. Genau, machen wir jetzt auf MK4 ein Upgrade. Wir haben noch 74.000 Altmetall. Die habe ich hier komplett eingelagert. Und zack. MG Judge MK4. So, und dann können wir sogar noch ein Level mindestens machen. Kernleistung Stufe 89. So. Jo. Ich zeige euch nochmal. Es hat nämlich bloß einer von denen immer MK4 fallen gelassen. Und ich spiele ab heute. Ich habe die ganze Zeit, man sieht es dann vielleicht immer mal an den Eingaben, wie jetzt hier zum Beispiel mit Viereck, Spieler. Ab heute statt mit dem Xbox One Gamepad, weil ich das aktuell gar nicht bei mir habe, habe ich mein PS4 Gamepad genommen und werde damit jetzt erstmal zocken müssen. Ich habe da in der Regel überhaupt keine Probleme, ich mag beide Gamepads sehr und sollte jetzt eigentlich keine großen Schwierigkeiten geben, weil ich getauscht habe. Schauen wir einfach mal. So. Er rastet schon wieder ein bisschen aus. Jetzt gab es einen kleinen Patch für The Search. Und zwar, dass man zum Beispiel eigene Musik mit ein- oder integrieren kann. Das mache ich jetzt natürlich nicht. Wir bleiben bei der Standardmusik. Und so ein paar kleine Fixes, Bugfixes und noch so ein bisschen andere Sachen haben sie getweakt. Genau. So, und hier nur der Typ hier vorne. Sein Arm ist immer blau, das heißt, ich könnte immer von ihm MK4 kriegen. Und mal gucken, das müsste jetzt auch wieder klappen. Ja, Wolfram Legion MK4, hundertprozentig, jawohl. Nur er hat die fallen gelassen. Ich habe jetzt halt auch bloß die neuen besorgt für diese Judge-Waffe. Wir hatten ja vorher immer mit der kleineren gekämpft. Aber ich bleibe jetzt einfach mal bei der Großen und versuche das mal mit der Großen durchzuspielen. So, den Bereich da hinten, den kennen wir komplett. Deswegen gehen wir da jetzt nicht mehr weiter. Und hier geht es offiziell weiter und hier bin ich nicht ein einziges Mal lang gegangen. Aber ich sehe gerade hier hinten steht auch noch einer, den ich ruhig mal hätte mitnehmen können derzeit. Für ein bisschen Altmetall. So, sein Oberkörper ist frei, sehe ich gerade. Naja, gut. Okay. Jo, dann bin ich ja mal gespannt. Da. Fuck, ich wollte raus aus dem Gang. Die haut echt gut rein jetzt, die Waffe. Hat sie ja vor... Halt. Hat sie ja vorher schon. Aber jetzt halt nochmal ein bisschen mehr. So, ach so, ich hab das. Ja, doch, natürlich. Den Recycling Buddy habe ich noch drin. Und hier habe ich ein bisschen aufgeräumt. Hier habe ich einige Sachen zerstört. Ich sehe auch, ich kann die auch unterwegs zerstören. Habe dann halt dadurch auch nochmal eine Menge Altmetall bekommen. Also nicht wundern, dass ich bloß 2-3 Mal hier lang gelaufen bin und es waren jetzt über 70.000 Altmetall. Ich habe hier einfach ein paar Sachen aussortiert, die wir gar nicht gebraucht haben bisher. Also mindestens eins von jedem ist trotzdem noch dabei oder meistens sogar zwei. Aber da habe ich ein bisschen aussortiert. So. Ich habe endlich mein Limit erreicht. Ich habe ihr gesagt, sie soll sich verpissen. Dann ist es passiert. Direkt vor der Servicestation. Mein ganzer Körper. Alles tat weh. Ich weiß noch, wie ich auf den Boden geknallt bin. Mein Shirt geöffnet habe.
Da waren Schnitte und Blutergüsse überall. Ich kann mich kaum rühren, krieg keine Luft. Ich weiß nicht, wie ich es schaffen soll. Das linke Auge ist wieder blind. Was hat diese Schlampe mit mir gemacht? Es ging mir gut. Es ging mir gut. Und plötzlich... die Schmerzen. Ich bin am Ende. Was geschieht mit mir? Ich weiß halt nicht, ob es hier immer mal solche Wände gibt, die ich durchhauen kann. Gut, jetzt hier nicht. Hier drüben ist ja ein Raum. Aber halt so ganz versteckte Sachen. Der Vorstand sitzt uns seit Monaten im Nacken. Die Geschwindigkeit, mit der wir hier arbeiten, kann man nicht mehr sicher nennen. Wir haben so viele Abkürzungen genommen, an so vielen Ecken gespart. Und jetzt? Nichts. Wir kriegen... Wachablösung? So früh? Warte. Ach. Du bist das. Du... Sie sollten nicht hier sein. Sorry, dass das eben abgebrochen ist. Ich dachte, es wäre ein Gegner. Ich habe das in dem Moment nicht gerafft, dass das Irina ist. Ach, wie blöd. Sorry. Wir könnten es uns nochmal anhören, aber so wichtig ist es mir dann jetzt auch nicht. Entschuldigt trotzdem. Irina. Komm, wir essen. Wir essen erstmal mit ihr. Nein, wir sprechen erstmal mit mir. Wie komme ich denn auf Essen? Du musst verschwinden. Ich will dich nicht zwingen müssen. Ich weiß, du denkst vermutlich, du hast einen guten Grund hier zu sein, aber du hast keine Freigabe für diesen Sektor. Doch. Allein diese Unterhaltung kann mich meine Position kosten. Erinnerst du dich kein bisschen an mich? Ich bin nicht sicher, was Sie meinen. Ich mache hier meinen Job, also strapazieren Sie es nicht über. Dieses Areal ist abgeriegelt. Ich muss Sie bitten, jetzt zu gehen. Bitte, mein Kopf. Du musst verschwinden. Wir haben Anweisungen, jede mögliche Gefahr zu eliminieren. Das Mädchen im Serverraum. Unbefugt. Ich will nicht, dass du endest wie sie. Ui. Haut die mich, wenn ich versuche, die Tür zu öffnen? Irina, hörst du dir eigentlich zu? Bist du überhaupt noch irgendwo da drin? Das ist nicht mein Name. Es tut mir leid, aber ich kann Ihnen nicht helfen. Bitte, mein Kopf. Ich will dir nicht wehtun. Ernsthaft? Nach allem, was ich für dich getan habe? Ich war mehr als geduldig mit Ihnen. Wenn Sie sich nicht selbst entfernen wollen, muss ich Sie entfernen. Echt jetzt? So echt jetzt? Fuck! Das war... War das Irina? Ihr hatten wir vor nicht allzu langer Zeit noch diese Gorgon-Rüstung gegeben. Oder war das vielleicht bloß... Das war vielleicht bloß ein Klon von ihr, oder? Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie das war. Zutritt gestattet. Ich weiß, dass die Leute gern dasselbe über Vorstandsmitglieder denken wie über Buchhalter. Sind wir vielleicht dasselbe? Und ich würde gerne eine andere Perspektive auf. Dachte ich es mir doch. Ich hau mal auf den Körper, vielleicht haben die MK4-Rüstung. Halt doch. Geht den nicht kaputt, okay. Sieht ein bisschen so aus. Oh! Medievoltaische Injektion V5?
hier. Ach so, das ist die, genau. Mit dem Energieverbrauch. Er meinte, die soll ich auch mal benutzen, dass die vielleicht gar nicht so schlecht für mich wäre. 12 Kernleistung. Jo, damit hat sich die Sache schon mal wieder komplett erledigt. Bis an die Grenzen zu gehen und darüber hinaus. Das ist es, worum es geht. Was ihr tut. Ich kann dir versichern, wir haben die Zahlen gewälzt. Und Resolve ist der richtige Weg. Vielen, vielen Dank für Ihre Zeit. Ha. Wenn ich jetzt wüsste, wo es am sinnvollsten ist, weiterzugehen. Also da hinten ist zu, ja? Okay. Vielleicht auch erstmal zurück in den anderen Bereich. Sie jagen mich jetzt, wo immer ich mich verstecke. Sie kommen mich suchen. Die Schmerzen werden schlimmer. Ich weiß nicht, wie lange ich es noch aushalte. Es zehrt mich auf. Aber ich werde nicht aufgeben. Ich muss sie finden. Vielleicht hilft sie mir noch einmal. Es tut mir leid. Es tut mir so leid. Bitte, lass mich nicht allein hier oben. So, geht bestimmt da hinten weiter. Super, den anderen Idioten auch ein paar Mal erwischt. Oh, auch Wolfram Legion MK4, obwohl ich seine gelbe Waffe abgehauen habe. Und ein Schema 2 sogar. Was ist das hier? Wer arbeitet hier? Johann Göttenberg. Oh, der ist hier drin. Okay. Das sehen wir uns gleich an. Ich werde noch nicht... Moment. Geh das mal kurz zurück. Es ist meine große Freude. Da drüben ist ja diese Heilungsstation. Die werde ich noch nicht benutzen. Wir haben noch genügend dabei. 10 davon, 3 von den ganz großen. Zugangsberechtigung bestätigt. So, ich will nämlich erstmal. Aha. Hier rein. Ups. Ha. Ich glaube, ich weiß, wo das ist. Oder kniet jetzt hier direkt rechts einer? Zugang gewährt. Ja. Okay. Dann weiß ich, wo das hier ist. Können wir den ja in aller Ruhe mal mitnehmen? So, okay. Das war nämlich die kleine Farmrunde, die ich wegen der Wolfram-Legierung MK4 gemacht hatte. Ja, auch das hier, das lasse ich, wie gesagt, noch. Wir räumen erstmal hier drüben den Weg frei. Oder wir gehen erstmal zum Quio. Es ist meine große Freude, euch hier Mr. Gutenberg. Quio CEO? War das CEO? Jedenfalls Vorstand halt, ne? CEO. Genau. Guten Tag. Ach, scheiße. Hier ist keiner. Mann. Ah, die Welt nach draußen. Ach, krass. Müssen wir den Turm noch hoch zum Schluss? Hier liegt bloß ein Audi oder Grumner dann. Dies sollte mein Vermächtnis sein. Mein Name wäre für alle Zeiten fest in die Geschichtsbücher eingebrannt. Mittlerweile befürchte ich, es wird ein alles andere als ansehnlicher Eintrag. Wenn ich einen Zeitpunkt festmachen könnte, um ihn rückgängig zu machen,
etwas zu verändern. Ich sehe ihn immer noch nicht. Meine eigene Hybris war mein Verderben. Mich der Welt so zu präsentieren, wie ich gesehen werden wollte. Keine Fehler. Ausgeschlossen unter meiner Flagge. Sogar in meinem Alter. Eitelkeit. Die Mängel von Resolve mit kleinen, fixen Kurzzeitlösungen zu behandeln. Es ist lächerlich im Nachhinein. Aber wir haben es nicht gesehen. Wie konnten wir es nicht sehen? Wir haben versagt. Wir haben an der Menschheit versagt. Das ist mein Vermächtnis. Da gesteht sich jemand ein, ganz, ganz großen Mist gebaut zu haben. Oh, da liegt doch noch was. Mechanisches Gegengewicht V4. Och, plus 25. Junge, Junge. So, da hinten war ja erstmal nichts. Dann, da ist einer, da unten ist so ein großes Vieh. Das ist doch von der anderen Seite, oder? Ja. Genau. Da drüben sind wir das erste Mal reingegangen, da hinten. Und dann da unten weiter. Okay. Waffen fallen lassen und stehen bleiben. Dieser Sektor ist Sperrgebiet. Ich sag, er kooperiert nicht. Ziel überwältigen. Er kooperiert nicht. Ziel überwältigen. Hier ist G7. Er kooperiert nicht. Ziel überwältigen. Er kooperiert nicht. Ziel überwältigen. Oh, das sind vier Scheiße. Hier ist G7. Er ist zurück. Hier G7. Ich habe Sichtbestätigung. Stopp! Hier G7. Habe Sichtbestätigung. Stopp! Okay, der andere ist wieder zurückgewichen. Da oben, okay. Hier G7. Habe Sichtbestätigung. Er kooperiert nicht. Ziel überwältigen. Hier G7, verliere Sichtkontakt. Bitte verstärkt hier G7. Hier G7, verliere G7, Sichtkontakt. G7. Hat jemand Sichtkontakt verloren? G7, habe Sichtbestätigung. Er kooperiert nicht. Ziel überwältigen. Da kann man wissen. Er kooperiert nicht. Ziel überwältigen. Oh, der war gut. Hier G7, verliere G7. Er ist zurück. Hier ist G7. Er ist zurück. Hier ist G7. Jo, Stopp kommt jetzt. Nice. Brustmodul. Cerberus Brustmodul freigeschaltet. Wolfram Legion MK4 nochmal. Jetzt haben wir wieder 9, dann könnten wir noch eine Waffe upgraden. Okay. So, kommt der hier auch noch rüber gesprungen? Nö, der bleibt auf der anderen Seite. Okay. Ich hätte nämlich gedacht, dass er auch noch kommt. Liegt hier hinten noch was rum? Ja! Großer Haufen Schrott. Wunderbar. Ui. Oh komm. Hauen einfach weg. Ah, shit. Ja, ihr Säcke. Oh, fuck. Was zur? Kommt der denn jetzt auf einmal her? Kommt das bis hierhin durch? Nö. Boah, 42 Schaden, ey. Wo ist er hin?
Arsch. Habe ich halt wieder Heilungsdinger dazu bekommen. Wie passiert das denn manchmal, dass ich manchmal Heilung dazu bekomme? Diese Zusatzkerne XL, die die hier fallen lassen, die bringen übrigens, wenn ich die zerstöre, 2000 Altmetall. Das ist ganz geil. Immer nochmal ein zusätzlicher Bonus, die hier. Okay, hier geht es jetzt auch wieder weiter. Da auch, oh Mann ey. Wo soll ich denn hier hin? Da hinten war noch eine andere Tür. Na gut, öffnen wir die noch für heute. Zugang gewährt. Ah, okay. Oh, shit. Boah, hat er mich geblockt und direkt gekontert. Scheiße. Oh, Level 14, bald händig. Jo, machen wir hier beim nächsten Mal weiter. Ich bedanke mich bei euch, wünsche euch noch einen schönen Tag. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao.